Moin Leute, ich habe aufgerufen, schickt mir Auffahrvideos. Und tatsächlich, es haben welche mitgemacht. Ich habe 54 Videos zum Schluss überbehalten, die mit Musik, die habe ich weggelöscht, weil kann ich nicht verwenden. Ohne Ton kannst du auch nicht gebrauchen, schläfst du bei ein, wenn man nicht mal den Motor hört. Und dann sind wie gesagt 54 übergeblieben, davon sind 19 nochmal rausgefallen, die mir nicht so gefallen haben. Die besten, die zeige ich euch in diesem und wahrscheinlich im nächsten Teil, je nachdem wie viele es werden. Dieser Ford Ka hatte 69 PS und das Ding wurde eingeschickt von Inga. Ich weiß gar nicht, ob das weiblich oder männlich ist. Sorry. Hier haben wir einen kleinen süßen Nissan Micra von 2000, 4 Zylinder, 1,4 Liter Hubraum und 82 stramme PS sitzen da unter der Haube. Keine Ahnung, wer das geschickt hat, aber gefilmt hat es auf jeden Fall die Freundin, steht in der E-Mail. Naja. Ach er hier, yo, der Thomas hier, der ist richtig cool, da brauche ich nämlich gar nichts sagen, das macht er nämlich selber. So, also lieber Sascha, das ist der Hilburg Thomas aus Hart vor Heidelberg am Bodensee und ich zeige euch jetzt mal, wie man bei uns in Österreich auf die Autobahn auffahrt, damit man das mal sieht. Ich habe jetzt drei Kameras installiert, eine vorne, eine auf dem Dach und eine auf meine Hackfresse. So, dann fahren wir mal. Jetzt mal hier von Bregenz nach. Schön immer den Blinker setzen, ist klar. Jetzt geht's rauf auf die, also jetzt noch normale Spur. Das ist jetzt halt eine normale Standardgeschwindigkeit. Also jetzt links geht's Richtung Pfennertunnel, rechts geht's Richtung Innsbruck. Und da darf man schon 80, sieht man eh. So, und jetzt geht's auf die Auffahrt, auf die Autobahnauffahrt rauf. Ah, super, ich kann jetzt gerade einen LKW nehmen. So, jetzt kann ich das auch nicht so zeigen, weil jetzt gerade ein LKW rauffahrt. Das ist ein schönes Beispiel. Rechts auf ich nicht mehr. Schön den Blinker setzen. Der blinkt nach rechts, ist klar, das sieht man jetzt schön. Und dann schön rein nach links. Und das waren jetzt ungefähr 100 km/h mit wenig Anlauf. Recht schön einordnen. Da gilt ja die Rechtsfahrordnung. Fünfte Gang, bei uns darf man 130 fahren. Und wie gesagt, jetzt habe ich mir ein bisschen langsam gefahren, weil jetzt gerade in dem Moment ein LKW gekommen ist vom Fendertunnel. Ja, das war's. Zwar am Dunkeln jetzt, vielleicht mal noch eins im Hellen. Peace. Hier haben wir einen 69 PS Ford Fiesta und den schickt uns der Jan. Jan fährt auch noch ein Moped. Und davon hat er uns auch mal ein Video geschickt. Finde ich auch ganz interessant, wie das Ding abgeht. FSI mit 110 PS. Mal gucken, wie schnell man mit dem auf die Bahn kommt. Spricht der Volker selbst. So einfach geht das. Jawohl, so einfach geht das. Mal gucken, ob der Oliver das mit 140 PS in seinem Golf 7 auch auf die Reihe kriegt.
Blaster Music gibt auch noch seinen Senf dazu. Hallo! Zuallererst was zu dem verwendeten Kraftfahrzeug im Video. Es handelt sich hierbei um einen Ford Fiesta Baujahr 1997. Dieses Auto hat einen brachialen Vierzylinder mit 1,3 Liter Hubraum und 60 PS. Darüber hinaus hat das Auto noch einige Features, wie zum Beispiel eine Handbremse, eine Gangschaltung, Klimaanlage und für den Drehzahlmesser hat das Geld dann doch nicht mehr gereicht. Kommen wir zum Kern des Videos, der Autobahn. Lehnt euch zurück, viel Spaß! Kommen wir zu Sebastian. Oder Speedlink 489, also ich glaube, mein Lieblingskommentator, wenn der was schreibt, dann trifft das genau meinen Humor, so wie jetzt, weil er ist derjenige, der am zweithäufigsten meine Videos bei YouTube auf Englisch untertitelt. Er schrieb nämlich in die E-Mail, schöne Grüße von deinem Second Translator, von deinem Sekundenübersetzer. Mazda eben hatte 260 PS und mal gucken, ob er es mit seinem Subaru mit 200 PS auch hinkriegt. Auf jeden Fall hat er sich extra umgezogen, damit man nicht sieht, dass er jeden Tag dieselben Klamotten trägt. Hier haben wir Lukas seinen kleinen 41 PS Smart. 0 auf 100 in 20 Sekunden, läuft. Sehr gut auch hier links im Außenspiegel zu sehen, dass dieser LKW naht, aber nein, er scheißt sich nicht in die Hose, er drückt weiter auf Gas. Immer Gas, immer drauf, jawoll, und davor. Also ich schätze mal, das hier ist ein Langstreckenfahrzeug, denn hier hat er noch ein Audi mitgeschickt, 545 stramme PS, mit sowas würde ich sonntagmorgens Brötchen holen fahren, ist klar. Wenn ich mich recht erinnere, ist das das topmotorisierteste Auto, was hier bei dieser Auffahrt mitgemacht hat. Und das ist so geil. Jonathan versucht es in einem 105 PS Opel auf die Autobahn, wird aber irgendwie ein bisschen behindert. Also nicht er, sondern sein Fahrstil. Also eine Schlafnase da, echt. Martin seinen Beitrag. Hallo und herzlich willkommen bei euren Super Mario War, alias Martin, selbst Berufskraftfahrer, dementsprechend mein Beitrag jetzt zu der Sascha, wir fahren alle auf die Autobahn, Episode, ja, mein Auto, Skoda Fabia 2 Kombi, 105 PS, 5 Gang, Handschalter, ist vielleicht wichtig für diejenigen, die dann auf die Autobahn wollen, dass man vielleicht nicht in dem fünften Gang, wisst ihr, da drauf fahren tut, sondern ein bisschen runterschalten tut und damit erstmal ins Video. Da sind wir wieder bei den Bewegtbildern. Hier ordne ich mich gerade ein Richtung Schweinfurt. Ich fahre auf die A71 drauf, hinter mir ein kleiner Drängler gewesen, VW, den kann man aber nachher mal beobachten. Daran sieht man, dass ich besser beschleunigt habe. Ich habe mich eingeordnet, 80 km/h. Hab schon mal den Verkehr so ein bisschen beobachtet, sehe, es ist nicht viel los, es kommt zwar ein LKW ganz hinten, aber jetzt nichts, wo man sagen tut, ich muss jetzt total hetzen. Die Kurve ist gefährlich, deswegen bin ich da, es war auch relativ kühl gewesen, 27. Dezember eben halt, langsam mit einer 50, weil die wirklich bergab und nach außen tragen tut.
habe nach links geschaut, in den Spiegel, Schulterblick und gebe Vollgas, dritter Gang und da wird wirklich den Pinsel durchgetreten bis zum geht nicht mehr. Und wichtig ist, benutzt die Beschleunigungsspur wirklich durch. Ja, das war mein Teil. Ich hoffe, euch hat's gefallen und man hört sich. Wolfi schickt seinen Renault Clio ins Rennen mit 82 PS. Jawohl. Er hat sogar sein Telefon mit dem Auslesestöpselanschluss da für die Autowerkstatt mit dem Auto verbunden. Und so konnte er in Echtzeit seine Daten abrufen da. Und er hat sogar Gaspedalstellung und so eine Scheiße da rausgeholt. Das ist hier dieses Throttle. Throttle. Erstmal sehe ich daran, dass du ein ganz schlechter Eco-Fahrer bist. Also mit dem Gasfuß würde ich keine Prämie kriegen. Immer gleichmäßig. Nee, Spaß. War Fakt, aber ist Spaß. Auf jeden Fall kann man schön sehen, wie er gleich da volle Pulle Gas gibt, wenn er auf die Bahn knallt. Und so muss es sein. Und weil ich weiß, dass die Hälfte von euch Spielkinder sind und das auch ausprobieren wollen mit dieser Anzeige und er Gott sei Dank die Daten mitgeschickt hat, da steht's eingeblendet. Hier kommt der Sebi, 58 PS stecken in seinem Renault Twingo. Und los! Das Problem ist, man kann deinen Tacho nicht sehen. Ja. Man sieht es nicht. Man kann es nicht sehen. Hier könnt ihr mal sehen, wie so ein Video entsteht. Er ist am Fahren, sie hält die Kamera und versucht den Tacho zu filmen. Nee, man sieht es nicht. Sorry Sascha, ich habe jetzt keinen Tacho. Ja, doch jetzt. So, nachdem sie ihn verarscht hat, hat sie jetzt auch die zweite Kamera am Laufen mit dem Tacho. Das bedeutet, ich kriege von ihm zwei Videos zugeschickt und muss jetzt zusehen, dass die beiden auch gleichzeitig laufen. Und dazu macht man denn einen Ton oder weiß der Teufel was, kurz hupen oder so. Und wenn ich dann die beiden Videos auf meinem Magix habe, dann muss ich zusehen, dass die beiden gleichzeitig hupen. Ich mache das jetzt mal absichtlich nicht ganz hundertprozentig, damit ihr versteht, was ich meine. Übereinstimmungston. Wenn man das dann hundertprozentig übereinander liegen hat, hört sich das so an. Ja, jetzt sind wir bei Ingolstadt hier. Jetzt kann man das also quasi gar nicht mehr hören, dass da zwei gleichzeitig laufen. Aber ich nehme mal eine wieder raus, damit es keine Klangeinbußen gibt. Fahren nur auf die Autobahn drauf. Ich weiß nicht, ob das klappt. Die Autobahn ist sauvoll, Leute. Genau, es ist der 29.12. Und an die Freundin, ne? Dein Sebi, den kannst du mal kurz hauen, weil er hat deinen Namen nicht mitgeschickt. Egoist. Jetzt kommt der Josef um die Ecke mit seinem Opel OPC, 280 PS stecken da drin. Er hat auch extra auf den OPC-Modus gestellt, dann ist der Tacho so geil rot beleuchtet. Und weil er nicht wusste, wie er die Kamera da hinstellen sollte, hat er sich eine Kamerahalterung gedruckt. Boah, mache ich auch immer mit meinem Tintenstrahldrucker, wenn ich irgendwas haben will. Wer hat, der hat. Christian seinem Polo stecken 70 PS. Er hat in die E-Mail geschrieben, ich soll seinen Nachnamen nicht veröffentlichen. Er hat ihn aber auch gar nicht mitgeschickt. Also sicher ist sicher. Thank you.
Dieser Hyundai Getz gehört Kevin. Der Kevin hat seinen Nachnamen mitgeschickt, aber ich kann den nicht aussprechen. Das Auto hat 62 PS und einen 1,1 Liter Motor. Zweiter Gang 40. 60, dritter Gang. Dann hat der Kevin Kwiatkowski, das hat er doch extra gemacht, noch so ein Toyota GT86 mitgebracht mit 200 PS. Der Daniel, nein, nicht Daniel Spende, fährt hier mit einem Skoda Citigo und 60 PS auf die Autobahn und einem ziemlich leeren Tank. Also mit so einem Tank fahre ich nicht auf die Autobahn. Lass da mal eine Vollsperrung kommen, wo du 6 Stunden drin stehst. Dann wird dir aber bald der Arsch auf Grundeis gehen, wenn du bei diesen Temperaturen nicht mal den Motor laufen lassen kannst. Na, nur mal so. Noch ein Smart, diesmal von Marc. 71 PS stecken in diesem kleinen Dreizylinder. Er hat hier sogar die G-Kräfte eingeblendet. Nach oben hin als Beschleunigungskräfte, nach unten als Bremsen und dann links und rechts die Fliehkräfte, naja, sind nach links und rechts. Ne? Sehr gut auch zu sehen, wie er hier diesen LKW ausbeschleunigen kann. Einfach mal Gas geben. So ein LKW ist aber nicht das Einzige, was er ausbeschleunigen kann. Das kann er auch mit Opels. Jetzt kommt der Fabian, der fährt einen VW Polo, Baujahr 1990. Hi, ich bin Fabian. Ich fahre einen VW Polo, Baujahr 1990, 1,0 Liter, 33 kW, 45 PS hat der. Viel Spaß mit dem Video. So, hier, das ist gleich mein Fehlversuch. Man sieht, ich fahre hier ziemlich nah hinter dem Audi hinterher und jetzt kommt er überhaupt nicht zu Potte. Der fährt da mit 45 durch die Kurve, ich natürlich hinterher. Und jetzt, wo es gerade wird, kann der natürlich Stoff geben, ich nicht mehr, für mich ist es zu spät. Ich komme da mit ca. 80 auf die Bahn, zum Glück kam keiner. So, hier fahren wir auch so einen Zubringer vom Autobahnkreuz auf. Da kommen die Leute dann von hinten auch so mit 120 angeflogen. Damit wir da mit vernünftiger Geschwindigkeit auffahren können, müssen wir eben jeden Gang bis zum roten Bereich ausfahren. Und die Bierpullen kullern da rum. Nee, ist Quatsch. Können ja auch Wasserflaschen sein, weiß der Teufel. So, damit die Vordermänner jetzt erstmal abhauen können, fahre ich erstmal schön langsam, damit ich entsprechend eher beschleunigen kann. Jetzt in der Kurve gebe ich schon Vollgas, damit ich hinterher auf eine vernünftige Geschwindigkeit komme. Aktuell fahren wir schon ca. 70. Der Bulli hinter dem LKW, den man nicht sieht, der will mich nicht reinlassen. Deswegen fahre ich so weit an den LKW hervor, damit er mich jetzt doch reinlässt. Und wir fahren die ca. 85, die der LKW fährt. Und bauen dann natürlich schnellstmöglich wieder den Sicherheitsabstand auf. Danke bis hierhin fürs Mitmachen an alle, echt super geil. Und es gibt auf jeden Fall noch einen zweiten Teil, aber das dauert noch eine Weile. Macht's gut, tschüss!